im Norden von Mali. Dieses Feldlager will die Bundeswehr in Kürze aufgeben. In einem Land, das immer mehr im Chaos versinkt. Camp Castor, der Stützpunkt der deutschen Bundeswehr in ihrem aktuell gefährlichsten Auslandseinsatz als Teil der UN-Mission MINUSMA. Für diese Soldaten geht es gleich auf Patrouille in ein Gebiet, in dem Terroristen... bald Anarchist. Ich denke, es ist Anarchosyndikalismus. Aber wirklich gefestigt ist diese Aussage eigentlich nicht. Ich tendiere dazu nur dazu gerade. ...sind und Sprengfallen drohen. Wir hatten erst vor einigen Tagen, 200 bis 300 Kilometer weiter westlich, einen Anschlag auf burkina-fasische MINUSMA-Kräfte mit IEDs, also den bereits angesprochenen Sprengfallen. Ein Kamerad ist gefallen, ich meine, 7 wurden verwundet. Das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Wobei ich denke gerade viel über Subsistenzwirtschaft nach. Und Subsistenz, also das ist wirklich noch, ich bin auch generell nicht so gut darin, irgendwie mich einordnen zu wollen in Denkschulen oder so, weil ich halt auch keine Laberfächer studiert habe. Ne? Ich könnte jetzt nicht sagen, Frankfurter Schule oder ich habe Marx gelesen oder so, keine Ahnung. Habe ich alles nicht auf Tasche. Gut, dann Funküberprüfung abgesessen, verteilt euch. Bravo an alle Kräfte ab, wie hören Sie mich? Kommen. 3, 1, klar und laut. Bravo an alle, ich höre Sie ebenfalls gut. Aufsitzen, fertig, Meldung, Ende. Gleich verlassen sie das schützende Camp und sind auf sich allein gestellt. Skriptet relativ. Mehr als 300 UN-Soldaten sind bereits im Einsatz in Mali gestorben. Die Anschläge islamistischer Terroristen häufen sich. Der Worst Case ist, dass irgendwas Dummes passiert, was nicht passieren sollte, und dass irgendjemand nicht nach Hause kommt. Das wäre das Beschissenste, was passieren kann. Geh halt nicht hin. Berchtesgaden, Anfang August. Eine Übung der Gebirgsjäger. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Besuch. Denn in wenigen Tagen gehen bayerische Gebirgsjäger nach Mali in den Einsatz. Sie sollen dabei helfen, die UN-Mission MINUSMA abzuwickeln, die einst zum Ziel hatte, den Frieden in Mali zu sichern. In Mali wissen wir ja seit geraumer Zeit, dass die malische Regierung MINUSMA nicht mehr haben will. Das Mandat ist verlängert worden, um den Rückzug gewährleisten zu können bis Ende des Jahres. Davon sind wir Bestandteil. Wir sind ja nicht speziell als Bundeswehr des Landes verwiesen worden, sondern als Teil des Kontingents. Und man muss sogar sagen, dass wir bei den malischen Behörden nach wie vor ein gutes Standing haben. Es hilft nur nichts, wir sind Teil des Kontingents. Und ja, man muss sagen, das Erreichte, das, was erreicht werden sollte, ist nicht erreicht worden. Alex ist einer dieser Soldaten, die jetzt als Letzte in die Sahelzone verlegt werden. Heute werden er und seine Kameradinnen und Kameraden offiziell verabschiedet. Ich glaube, wenn unser Zug reingerufen wird, das wird ein schöner Moment sein, weil wir seit Jahren hoffen, in den Einsatz gehen zu können und es jetzt endlich soweit ist. Und ich glaube, das wird ein schöner, toller Moment für uns als Zug. Ja, die Boys. Ja. Warum hofft man sowas? Die erzählen sich gerne Geschichten. Also ich bin jetzt seit 8 Jahren bei der Bundeswehr und es ist viel Leiden dabei. Man ist im Biwak, man marschiert kilometerweise. Und es ist so nutzlos. Das ist das Ziel und darum machen wir das alles. Yes. Und irgendwann baut sich so eine Dynamik jetzt auf. Mal und sagt, man sagt, man sagt, jetzt mal Auswärtsspiel. Man ist bereit. Man möchte los. Ja. Wir haben lange genug Krieg geübt. Wir haben lange genug mit unseren Plastikknarren rumgespielt. Alex und seine Kameraden sollen dafür sorgen, dann haben wir lange genug scharf geschossen. Soldatinnen und Soldaten auf irgendwas, was gar nicht lebt. Weihnachten nach Hause kommen. Aus Mali, wo immer wieder Islamisten Anschläge begehen und russische Wagner-Söldner aktiv sind. Alles im Dienste der Kapitalinteressen. Sowas Schönes. Ja, das muss man wollen. Auge gerade. Aus!
Zur Meldung, Augen links! Herr Major, auf, ich melde Charlie-Zug zur Stelle. Hoi, guten Morgen, Charlie-Zug! Guten Morgen, Herr Major! Morgen, alle! Morgen! Ja, und die Tatsache, dass die bei so einem Kasper-Theater keinen Cringe kriegen, ist halt wirklich Ideologie. Dieser Einsatz in Mali wird für uns dauerhaft voller Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft bis zum letzten Tage abverlangen. Ein Einsatz, der neben den physischen Belastungen auch hohe psychische... Ganz normaler männlicher Todeskult. Das lieben wir. ...Belastung von uns allen abverlangen wird. Kameradinnen und Kameraden, damit melde ich mich mit den Kräften unseres Bataillons in den Einsatz ab. Bataillon, Stich! Auf ein Bestehen und gesundes Zurückkehren aus dem Einsatz ein dreifach kräftiges Hallo! Ja! Hallo! Ja! Hallo! Ja! Bataillon, rührt euch! Einfach nur cringe, aber ja. Abrücken! Einfach nur cringe. Alex war 2019 schon. Ja, die könnten Handwerker sein oder Lehrer oder in Pflegeberufen arbeiten. Aber nein. Sie schreien sich lieber auf irgendwelchen leeren Asphaltplätzen gegenseitig in die Fresse. Einmal in Mali im Einsatz. Doch damals war die Lage noch weit weniger gefährlich. Wir sind uns natürlich der Lage bewusst. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass jederzeit etwas passieren könnte, ob im Camp oder außerhalb. Ich weiß, dass meine Eltern dem Einsatz gegenüber kritisch stehen. Sprich, natürlich, wenn der Sohn in ein Krisenland geht, sehen sie halt nicht gern, aber sie stellen mir jetzt nichts in den Weg. Für Alex geht es jetzt noch einige Tage in den Urlaub. Hugo, na klar, man lernt da einiges. Zu seinen Eltern. Zum Beispiel mal fegen. Und früh aufstehen. Und man lernt, dass In-Group-Vibes sich gut anfühlen. Ich finde bloß die Schlussfolgerungen, die ich ständig höre von Bundis und so, Die zeichnen ein klares Bild und das Bild bedeutet eigentlich, sie sind ideologisch verseucht und sie sind völlig davon überzeugt, dass Hierarchisierung immer gut ist. Zurück in Mali. Die deutschen Soldaten sind unterwegs in ein Dorf etwa 30 Kilometer südlich von der Stadt Gao. Auf dem Weg passieren die Soldaten mehrere Camps. Dort leben das Tausende, bedeutet die vor NATO, Al-Qaida ja. und IS-Terroristen geflohen sind. Ist ja auch Mali, ist doch auch genau so ein Mandat, oder? Das ist doch eine Kooperation. Die Soldaten sollen herausfinden, ob Kriminelle in der Gegend aktiv sind und ob die Menschen im Dorf genug Wasser und Nahrungsmittel haben. Diese Infos brauchen die Vereinten Nationen, um darauf reagieren zu können. So, alle Absitzkräfte einmal in Halbkreis näher an mich ran, dann brauche ich nicht so schreien. Die meisten Kräfte gehen ja jetzt die Patrouille durch den Ort. Ich koordiniere das hier unten. Sollte es zum Worst Case kommen, dass irgendwas passieren sollte, was wir nicht hoffen, bin ich dafür zuständig, dass die Fahrzeuge dann dementsprechend dahin geführt werden, wo es geknallt hat. Gut. Also der Ort ist euch bekannt. Im Hintergrund einmal über den gesamten Höhenzug verlaufen, sowie am Nordhang haben wir auch noch einzelne Häuser der Ortschaft. Meine Absicht ist unverändert. Wir führen durch eine abgesessene Patrouille durch den Ort und einmal um den Ort. Sollten wir die Möglichkeit haben, dann unterhalten wir uns mit den Menschen dort, die da leben. Ja, Aldi, das ist immer sozusagen die Geschichte, die erzählt wird. Ne? Aber ich meine, zum Beispiel in Afghanistan, ne? Da wurde ja auch die Geschichte erzählt, ohne die Taliban geht es denen da besser.
De facto war es aber so, dass die Militärherrschaft, die da vorgeherrscht hat, war einfach nur willkürlich Menschen abknallen. Als Mutprobe und so. Soldaten haben da halt das gemacht, was Soldaten halt machen, wenn sie sich langweilen. Und es war ja am Ende offensichtlich so weit, dass ein Großteil des Volkes einfach diese Besatzer nicht mehr haben wollte und lieber die Taliban wieder zurückhaben will. Das musst du dir mal reinknallen. Hey Sepp, no hard feelings. Die Mission der Soldaten ist äußerst heikel. Um an Informationen zu kommen, müssen sie mit den Einheimischen in Kontakt kommen. Die wiederum haben große Angst vor Banditen und Terroristen und können in Gefahr geraten, wenn bekannt wird, dass sie mit deutschen Soldaten sprechen. Ich würde nur widersprechen, dass sozusagen Soldaten jetzt dahin gegangen sind, um Menschen vor einem Genozid zu schützen. Das ist nicht das Ziel. Das ist ein Nebeneffekt. Ne? Soldaten sind ein ausführendes Organ von Nationalstaaten. Und Nationalstaaten vertreten im Wesentlichen Kapitalinteressen. Es geht also darum, Menschenleben zu schützen, zum Zwecke der Kapitalakkumulation, damit sie danach ausgebeutet werden können. Wenn sich lokal Machthierarchien darüber nicht einig sind, wer jetzt der Chef ist, dann gibt's Bürgerkriege, dann gibt's Genozide, dann kommen von außen andere Machthierarchien rein, dann gibt's einen großen Clash, dann gibt's einmal Deathmatch, dann sterben ein Haufen Leute und danach passiert vielleicht irgendwas, was wieder so ähnlich ist wie das Ausbeutersystem mit stabilen Infrastruktur und so wie vorher. Ich finde, es ist besonders wichtig zu wissen, dass das sozusagen die höchste Priorität die Kapitalakkumulation ist. Und diese Nebengeschichten von wegen, ja, guck mal, du kannst jetzt in den Supermarkt gehen und kannst entscheiden, ob du eine Bio-Gurke kaufst oder eine normale Gurke. Darum geht's nicht. Das ist nicht das Ziel. Ne? Und ich sage das nur deswegen, weil ich denke, es ist eine naive Vorstellung, sich Machthierarchien so anzubiedern, dass man für die sein Leben opfert. Und das ist das, was Soldaten tun. Und sie tun es, weil sie davon überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Das will ich ihnen nicht absprechen. Ich will ihnen nur absprechen, dass diese Geschichte, die sie sich da erzählen, kohärent ist mit dem, was wir beobachten können. Das ist einfach eine Lügengeschichte, die ihnen erzählt wird und sie glauben sie. Zu Recht, weil es wird von allen überall immer wiederholt und wir wachsen in dieses System rein. Sie suchen das Gespräch mit uns. Bleiben jetzt erstmal hier vor Ort. Ich setze mich jetzt mit dazu. Na Sepp, du musst es ja wissen, wovon ich Ahnung habe und wovon nicht. Du kennst mich ja wahrscheinlich richtig gut. Palle, wo springt Erdmann rum? Ja. Ah, ich verstanden. Wer steht jetzt da vorne noch? Ja, pass auf, mit den Kräften im Raum. Ja. Ja, danke dir. Kurz für euch zur Auswertung. Die Probleme des Ortes, Priorität 1, Wasser. Ich verstehe auch nicht, was jetzt so an der Pulle Bier so wichtig ist. Einer von denen, also wenn du nur herkommst und nichts zu sagen hast, dann verschwende doch nicht unsere und deine Lebenszeit, wirklich. Das ist auch nicht gut für dich, wenn du dich nur aufregst. Der funktioniert, bringt nicht immer qualitativ hochwertiges Wasser. Prio 2 ist hier Verpflegung. Wir haben hier Lebensmittelknappheit. Ich mache mal jetzt ein Autoritätsargument und dann geht es uns allen besser. Auch wie überall anders auch, ärztliche Versorgung. Du bist ja ein Soldatenfreund, das heißt Autoritätsargumente findest du gut. Das ist aber die größte Angst, die hier im Ort haben, weil auch die hier in dem Dorf mitbekommen haben, dass das hier in vielen Ortschaften stattfindet. Da haben die hier die meiste Angst vor. Und das war auch die Bitte, dass ich gerade das an MINUSMA weitergebe. Die deutschen Soldaten können nur zuhören. Und wenig tun. Denn sie haben keine Erlaubnis, Kriminelle festzusetzen.
einer der Gründe für den sinkenden Rückhalt in der Bevölkerung für die UN-Mission. Nach Besprechung im Camp Castor. Ich bin natürlich zufrieden, wenn wir reinkommen, wenn nichts passiert ist. Wenn wir aber auch im Kleinen zum Lagebild beitragen konnten. Wenn wir zum Beispiel herausgefunden haben, dass es Bewegungen von Tech-Gruppierungen oder Banditen in einem bestimmten Raum über den Niger gibt. Was dann wiederum zum Gesamtlagebild beiträgt. Sie können sich vorstellen, das ist wie ein Puzzle. Jeder trägt ein kleines Steinchen dazu bei und es entsteht ein Gesamtbild. Die deutschen Soldaten und ihre Kameraden aus anderen MINUSMA-Partnerländern sollen den brüchigen Frieden in Mali überwachen, aber sie dürfen nicht eingreifen. Weil die Zusammenarbeit mit der malischen Militärregierung immer schlechter wurde, beschloss der Bundestag den Abzug aller deutschen Soldaten bis Mitte nächsten Jahres. Doch dann verkündete die malische Regierung überraschend, alle UN-Kräfte müssen so schnell wie möglich das Land verlassen. Sie sollen bis Ende des Jahres abziehen. Ein Schrebergarten im Süden von Berlin. Alex ist auf Heimaturlaub bei seinen Eltern. Sein Vater hadert mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Als Resümee für diese ganzen Aktionen von Afghanistan über Mali bis hin nach Niger kann man einfach nur sagen, für die Katz, völliger Quatsch. Es haben Leute ihr Leben riskiert und es ist gigantisches Geld ausgegeben worden, ohne dass ich aus heutiger Sicht auch nur ein Funke von Resultat sehen könnte. Nichts, gar nichts. Ganz im Gegenteil. Afrika ist in einer größeren Aufruhr, als es hier gewesen ist. Und ich hoffe, man lernt daraus. Hoffnung. Für Alex sind es noch 18 Tage bis zum Abflug nach Mali. Du kriegst die Nachricht, dein Sohn geht nach Mali, Schluck. Das musst du erst mal verarbeiten. Ne? Und es gibt schon den inneren Schweinehund, der dann sagt, dreht's ihm aus. Lass ihn nicht weg. Ne? Ist nicht einfach. In meinem ersten Einsatz habe ich tatsächlich ein Testament geschrieben. Ja. Also nicht in Form von, ich schreibe jetzt mal frei. Denen geht's materiell halt auch gut, ne? Deswegen macht es für die ja natürlich noch weniger Sinn, dass er jetzt sein Leben riskiert. Weil klar, er kriegt halt Kohle dafür, aber so wichtig ist die Kohle dann nicht für diese Risikoabwägung. Das macht natürlich sozusagen aus der Risikoabwägung viel mehr Sinn für armutsbetroffene Menschen. Durch einen Text, sondern da gibt es von der Bundeswehr ein vorgefertigtes Dokument. Eltern, okay, unterschreiben und fertig ist. Das ist alles ganz gut vorbereitet. Das ist schon ein bisschen schräg. Also das, aber es macht natürlich Sinn. Und wir haben auch von unserer Seite aus dafür gesorgt, dass er hier so Patiententestament, Patientenverfügung und solche Sachen alles macht. Also ja, na klar, das ist eine komische Situation, aber vernünftig und damit gut. Ihre Sorgen sind in den vergangenen Monaten größer geworden, weil immer wieder Anschläge aus Mali in den Nachrichten gemeldet werden. Seinerzeit, als er das erste Mal da war, es war zwar nicht ganz ungefährlich, aber im Verhältnis zu heute ist es nichts. Das, der Einsatz, das ist der eine heiße Nummer. Ne? Das sagt man den Leuten bloß nicht, die da ihre Söhne hinschicken. Ihre Töchter natürlich auch. Ne? Anfang September. Kurz nach der Ankunft von Alex. Selbstmordattentäter sprengen sich mit Autobomben den Weg ins angrenzende Camp der malischen Armee frei, dringen ins Lager ein und liefern sich stundenlange Feuergefechte mit den malischen Truppen. Nur wenige hundert Meter vom deutschen Camp entfernt. Alex wurde im Camp Castor morgens von der Explosion aus dem Schlaf gerissen. Seine Kameraden und er sind direkt los. Dadurch, dass wir anfangs noch gedacht haben, es hätte ein indirektes Steilfeuer auf uns gegeben auch, haben wir dann angefangen, danach das Camp zu durchsuchen, die ganzen Hauptstraßen abzusuchen nach unexploded objects. Sein Kamerad hat den Angriff aus einem der Wachtürme erlebt.
Von dort mussten die Soldaten das Grauen im benachbarten Lager mit ansehen. Auch wie viele teils entstellte, tote malische Soldaten geborgen wurden. Die ganze Zeit springen musste. Der eine, der war erstmal ein bisschen überfordert mit der Geschichte. Weil die Firma drüben halt einfach die Leute aus diesem einen Turm rausgebracht haben. Der Mann neben diesem grünen Tor, dieser Wachturm, der ist komplett weggerissen. Die haben hier das Leute rausgekarrt noch und nöcher. Das hat ihn ein bisschen überfordert. Nachdem klar war, dass der terroristische Angriff nicht ihnen galt, sind die deutschen Soldaten in ihren Stellungen geblieben. Sie haben nicht eingegriffen. Unser Auftrag ist es, das Lager zu schützen und nicht den Leuten da drüben zu helfen. Und das Einzige, worauf man sich da in dem Moment, oder worüber man sich da im Klaren ist, ist, das ist mein Auftrag und das Ganze außenrum. Okay, hätte ich helfen können, was auch immer. Wenn überhaupt, kommt das nachher, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken. Aber nicht, wenn man unter Stress und Adrenalin steckt. Seither herrscht eine hohe Alarmbereitschaft in Camp Castor. Vor allem auch für Alex. Er gehört gerade zur schnellen Eingreiftruppe im Camp. Das heißt, bei einem Angriff auf deutsche Soldaten müssten er und seine Kameraden innerhalb von 30 Minuten ins Gefecht. Doch es gibt ein Problem an der Waffe seines Fahrzeugs. Das Waffenstück, das teils defekt ist, ist für die Abfeuerung der Waffe verantwortlich. Und gleichzeitig auch für Spannen und Fertigladen der Waffe. Sprich, wir sind jetzt im Moment überhaupt nicht einsatzbereit. Wir können nicht schießen, wir können nicht fertigladen. Wir könnten schon, wir müssen dafür allerdings selber hoch und selber Tätigkeiten an der Waffe durchführen. Und das müssen wir in manchen Situationen einfach verhindern. Alex hofft jetzt, dass das Problem kein zu großes ist. Denn jederzeit könnte er alarmiert werden und er müsste ins Gefecht. Mit dem Defekt stünde dann im schlimmsten Fall sein eigenes Leben auf dem Spiel. Das ist, weil eure Batterien tot sind. Geht zum Schirmmeister, lasst einen Auftrag machen, ihr braucht neue Rüstungsbatterien. Wir haben jetzt gerade herausgefunden, dass es nicht an dem Waffensystem oder an der Waffenanlage an sich liegt, sondern dass es ein Batteriespannungsproblem vom Fahrzeug selber ist. Und jetzt haben wir eine andere Station, die wir jetzt noch anfahren müssen, um das dort einmal abzuklären. Und dann sollte sich das Problem behoben haben. Die Waffe ist bald wieder voll einsatzfähig. Doch je weiter der Abzug voranschreitet, desto knapper wird auch die Versorgung mit Ersatzteilen. Und der Verschleiß im Sand und der Hitze Malis ist hoch. Das bedeutet für uns grundsätzlich, dass wir noch bewusster mit dem Material umgehen müssen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Funktionsprüfungen, immer wieder uns ums Fahrzeug kümmern, uns um die Waffen kümmern, dass uns ja nichts kaputt geht. Die Ersatzteile sind jetzt zum Ende hin knapp. Und das, was wir behelfsmäßig reparieren können, werden wir tun. Und alles, was wirklich repariert werden muss, dafür werden dann die nötigen Ersatzteile auch noch da sein und das nötige Personal, um wieder zu reparieren zu lassen. Deutschland ist das letzte westliche Land, das noch in Mali aktiv ist. Wichtigste Macht war jahrelang Frankreich. Aber bereits vor über einem Jahr zogen die französischen Soldaten ab. Anders als die Deutschen hatten sie aktiv gegen Terroristen gekämpft. Doch als ehemalige Kolonialmacht hatten die Franzosen wenig Rückhalt im Land. Der Chef des Camps, Heiko Bonsack, hat deshalb eine andere Strategie im Umgang mit Mali gewählt als Frankreich. Wir versuchen tatsächlich, unseren malischen Partner stets mit Respekt zu begegnen. Ich mache das sogar, gehe sogar so weit, dass ich darum gebeten habe, dass wenn wir nicht genug Respekt zeigen, dass sie uns das sagen mögen, wie wir es besser machen können, wie wir besser Respekt rüberbringen können. Und unsererseits betonen wir stets die Souveränität Malis. Es ist ein souveräner Staat, es ist ganz was anderes als in einem vorigen Einsatzgebiet, in einem großen Einsatzgebiet in Afghanistan. Wir sagen, was wir tun wollen und dann tun wir, was wir gesagt haben. Auf diese Weise haben wir uns auch das Vertrauen hier örtlich der malischen Partner erworben. Doch Tatsache ist, die Regierung in Mali will auch die Bundeswehr nicht mehr im Land haben. Obwohl es keinen Frieden gibt in Mali. Außenminister, Bundespräsidenten. Verteidigungsminister hat gesagt, es ist gescheitert, würden Sie ihm zustimmen? Auf die Frage, ob diese Mission gescheitert ist, darüber kann man geteilter Meinung sein. Man kann Aspekte sehen, wonach, wenn man bestimmte Aspekte raussucht, ist das gescheitert. Andere Aspekte kann man sagen, ist gelungen. Am Ende ist tatsächlich, dass wir jetzt gehen und dass wir eigentlich, bevor wir das Ziel erreicht haben, was wir am Ende erreichen wollten, nämlich
ein Mali, in dem zwischen den Nordgruppen und der Zentralregierung tatsächlich der Friede stabilisiert ist. Das haben wir nicht erreicht, liegt aber nicht an der Mission. Anfang September, in weniger als 3 Monaten, will die Bundeswehr das Land verlassen haben. Doch es gibt fast täglich neue Probleme für Oberstleutnant Becker und die Kontingentführung. Vor wenigen Stunden ist eine zivile Logistikfirma in den Streik getreten, weil das Bundesverteidigungsministerium die Bezahlung eingestellt hatte. Ein Vertragsstreit mit massiven Auswirkungen für die Bundeswehr. Es ist einfach so, wir haben momentan keine Flüge, die da im Prinzip hingehen. Wir haben das Problem, dass der Groundhändler und auch der Zugang in Bamako komplett im Prinzip brach liegt. Und damit ist das wie ein Vollstopp. Ja. Die Forderung der Firma ist im Prinzip im Voraus bezahlt Peggy, zu werden. Du darfst da nicht inhaltlich fragen, was der Soldat sagt. Das ist so, wie wenn Fußballer nach dem Spiel interviewt werden. Du kriegst dann halt Fußballer-GPT-Antworten, wenn du einen Prompt reinschiebst. Und wenn Arte jetzt so einen Kommandeur da fragt, dass, also, erstens darf der nicht die Wahrheit sagen, ne? Der darf ja gar nicht die Wahrheit sagen, dann darf er auch keine Details nennen und so. Und das, was übrig bleibt, ist halt so ein Gebrabbel. Wenn das erfolgt, ja, würde dann im Prinzip das wieder funktionieren. Nicht nur Tonnen von Material können jetzt nicht wie geplant ausgeflogen werden, sondern auch 80 Soldatinnen und Soldaten sitzen fest. Sie sollten eigentlich heute zurück nach Deutschland. Man kann sich vorstellen, wenn man 6 Monate hier war und den Tag herbeisehnt, wieder nach Hause zu gehen. Das ist natürlich auch für die Frauen und Männer nicht so das schön. Das ist das Twitch-Game. Das ist okay. Weil die halt zu Hause auch anrufen müssen und sagen müssen, Achtung, ich habe doch gesagt, ich komme heute Danke oder morgen. Danke für den Hinweis. Aber ich komme doch nicht heute oder morgen, vielleicht übermorgen. Ja. Jeder einzelne Tag, der nicht wie geplant läuft, hat Konsequenzen. Wenn wir jetzt einen Tag verlieren, aber es ist halt genauso wie mit dem Anschlag vor 1,5 Wochen, wo dann auch für 3-4 Tage der Flugbetrieb eingestellt wurde, bis sich hier alles wieder gesettelt hat, bis der Tower seine Arbeit wieder aufgenommen hatte. Das waren auch 4 Tage und so summiert sich das halt auf. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir haben noch bummelig bis zum 31.12. mehr als 90 Tage, dann wird es halt schwierig, hinten raus. Die Bundeswehr nimmt nicht alles wieder mit nach Deutschland zurück. Deshalb ist heute ein besonderer Tag im Camp. Es ist Versteigerungstag. Mhm. Ja. Wenn die Kick. Fragen haben, dann sollen die fragen, ne? When you have a question, when they ask me, then you just talk with me. Versteigert wird alles, was nicht sicherheitsrelevant ist, also keine militärischen Güter. Ansonsten ist wirklich alles dabei. Alte Rasenmäher, Computer und Elektroschrott, Stühle und Büromaterial. Sogar eine komplette Duschkabine. Am begehrtesten sind aber die Autos. Hier erhofft sich die Bundeswehr die höchsten Angebote. Das System ist simpel. Es gibt keinen Mindestpreis. Interessierte bieten, was sie wollen. Krieg und Kapitalismus, schwieriges Thema, ja. Manche würden sagen, they are the same picture. Dadurch findet alles einen Käufer, im Zweifel eben für ein sehr geringes Angebot. Madame, Monsieur! Carbord und Carbord, genau. Wir gehen jetzt. Märkte müssen ja auch erschlossen werden. Selbst wenn sie schon vorhanden sind, müssen sie vielleicht mal geändert werden. Und dann muss halt auch ein Krieg her. Ist doch logisch. Wenn sich die Narrative von 2 Machthierarchien widersprechen, dann muss dieser Konflikt dieser Machthierarchien geklärt werden. Was willst du machen? Zum Glück gibt es genug Carework, die hinterher versucht, den ganzen Schaden zu kompensieren, der angerichtet wurde. Sonst wäre es ja ein Nullsummenspiel. Na? So finanzieren wir damit, also so machen wir Bruttoinlandsprodukt mit Kriegsindustrie und anschließend beim Aufbau wieder noch mehr für den Kapitalismus. Das ist doch super. Jetzt in den letzten Abschnitt, das ist die Halle. Aber ja, viel ich habe ja schon gesagt, verdient die Bundeswehr mit solchen Versteigerungen. Also für mich ist das ein gutes Beispiel, was ich wahrscheinlich dann später bringen werde in meinem Kapitalismus-Patriarchat-Dualismus. Ne?
Weil die verallgemeinerte Carework ist ja quasi das, was passiert, nachdem die Schäden durch den Krieg angerichtet werden, dass irgendwie Wiederaufbau stattfindet, ne? Und Traumabewältigung versucht, sozusagen irgendwie das hinzukriegen. Und ja, das, was davor passiert, ist natürlich der männliche Todeskult. Lagerungen nur selten. Wie diese neuen Klimageräte zeigen, die jetzt einen Käufer finden sollen. Das sind nagelneue Klimaschnittgeräte, die haben wir extra für uns hier gekauft. Kostet bei Amazon im Endeffekt um die 2000 Euro. Also, Kruderich, das ist wirklich Fake News. Krieg gibt's überhaupt nur, weil es Nationalstaaten gibt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Krieg, das, was wir hier beobachten, wenn Soldaten irgendwo hingehen, gibt's nur wegen Nationalstaaten. Sind nie genutzt worden, original verpackt. Ja, und wir werden dafür hier wahrscheinlich so 100, 200 Euro bekommen. Der Transport zurück nach Deutschland würde viel mehr kosten, als die Geräte überhaupt wert sind. Auch eine Verschrottung wäre teuer. Okay, dann würde ich sagen, dann ist Zivilisation das Problem. Wenn du das so definierst, dann haben wir es doch. Und unnötig. Die Versteigerungen sind eine Art Schadensbegrenzung für die deutschen Steuerzahler. Letztes Mal hatten wir ein Angebot, da hat einer bezahlt 10 Millionen CFA, das sind dann 10.000 Euro. Und das waren 340 Tonner voll mit Material. Besser als gar nichts. Und sonst Rüdiger, genau diese Frage, ne? Ob Alexander der Große jetzt Kapitalist war, wo wir doch alle wissen, dass Kapitalismus, also Manchester-Kapitalismus, ja noch gar nicht so lange existieren kann und deswegen diese Definition von Kapitalismus scheiße ist. Genau darüber habe ich ja jetzt lange nachgedacht. Ich werde demnächst meinen verallgemeinerten Kapitalismusbegriff bringen. Und dann hat sich das endlich geklärt. Das ist nämlich immer das Problem mit den Laberwissenschaften. Die erzeugen völlig willkürliche Trennlinien, sagen, hier, da, das nenne ich so, das nenne ich so, und stellen sich gar nicht die Frage, wie zweckmäßig diese Begriffe überhaupt sind. Und dann hast du 100 Jahre lang Verwirrung, weil Leute diese Begriffe so benutzen und stellen gar nicht fest, dass es irgendwie unzweckmäßig ist, diese Begriffe so zu verwenden. Und dann verhaken sie sich die ganze Zeit in Narrativen, die auf diesen Begriffen aufbauen und Geschichten, die um diese Begriffe herum gedichtet werden und so. Ja, das ist ein Problem, genau. Was ist jetzt mit Alexander dem Großen? Wie würde man das nennen? Richtig. Das ist die Frage. Die Verschrottung auch noch bezahlen. Also, aber trotzdem, man tut einem bei manchen Sachen schon das Herz weh, wenn man dann sieht, was da geboten worden ist. Die Auktion ist vorbei. Am Ende werden Angebote im Wert von knapp 100.000 Euro abgegeben. Am teuersten waren dabei, wie erhofft, die Autos für je 3.000 bis 6.000 Euro. Ist doch in Sicherheit, halt durch! Richtig, Rüdiger, du kannst aus Geld nur dann mehr Geld machen, also das, was du sagst, was Kapitalismus ist, wenn du entweder mehr ausbeutest als vorher oder neue Märkte erschließt. Und Krieg erschließt typischerweise neue Märkte. Hierher. Kopf 4. Alex, noch gar nichts gemacht. Okay. Was ist? Noch gar nichts gemacht. Check. Was hat er? Eine zerfetzte rechte Hand. Mehr habe ich noch nicht. Eine Übung bei mehr als 40 Grad Celsius. Und alles unter Beobachtung der Ärzte, die die Leistung am Ende bewerten. Mhm. Okay, ich brauche die Platte weg. Ein Tuch. Wie kontrollierst du das Königlich richtig? Ja, alles geht gut, ja. Gleich um 4 schneller als ich denke. Ja, check. Was mit Infusion weiter vorbereiten? Ja, angesetzt. Wasser, Puls. Okay, gib das rüber. Genau so steckt's. Perfekt. Ist das schon offen? Ist das dann so drauf? Ist schon offen. Passt rein. Hoch, auf geht's. Kopf hoch. Und guck. Komm, Jungs. Achtung. Puh. Okay. Erholt. Puls bei 172. Wahrscheinlich bin ich der Nächste. Wie haben sich Alex und die anderen geschlagen? Nein,
Also jetzt vom Gesamtbild zusammengefasst, von Einhalten der einzelnen Phasen, von den Besonderheiten, die hier eingehalten werden müssen, von dem, was drumherum passiert ist, wie ihr aufeinander geachtet habt, muss ich sagen, war das der beste Durchgang, den wir bis jetzt gesehen haben. Also wirklich. Der Ausbilder ist zufrieden. Und wie war es für Alex? Es ist halt viel Stecharbeiten mit der Infusion, die Luft rausdrücken. Und da habe ich mal selbst auf meine Uhr geguckt, 170er Puls, Schweiß gebadet und dabei so eine Detailarbeit, wo man wirklich sehr genau sein muss, durchzuführen. Das ist schon, und während dem ganzen Adrenalin und der Offenheit, die man selbst hat, on point zu bleiben und konzentriert zu bleiben und sauber sein Schema abzuarbeiten, das war die größte Herausforderung. Alex wird bis zum Ende des Einsatzes in Mali bleiben. Er und die anderen Gebirgsjäger müssen... Das ist wirklich immer das Traurige, ne? Soldaten geben sich halt auch Mühe, ne? Also, nochmal, ich hab's am Anfang gesagt. Diese ganze menschliche Leistung, die da erbracht wird, ne? Mehr oder weniger immer zu Zwecken der Zerstörung verwendet wird und zu Zwecken von Markterschließung. Das nur, weil wir da ein Profitmotiv irgendwo hinten kleben haben und uns diese Geschichte von Wachstum erzählen und so und Wettbewerb. Das ist halt wirklich, es ist einfach eine Tragödie. Es ist eine Tragödie, die auf Äonen sozusagen skaliert. Ihre Kameraden bis zum letzten Tag schützen. In einer Lage, in der terroristische Gruppen wieder auf dem Vormarsch sind. Zurück bei den Einheiten der Logistik. Jeden Tag werden Tonnen an Material gesammelt, verpackt, abflugbereit gemacht. Fehlende Fluggenehmigungen und zuletzt der Streik der zivilen Firma durchkreuzen den engen Plan aber immer wieder. Der zeitliche Puffer ist bereits aufgebraucht. Und ich meine, Rambo 1 zum Beispiel war ja ein ziemlich guter Film, ne? Rambo 1 hat ja eine relativ gute Tragödie erzählt. Immerhin ist der Vertragsstreit beigelegt. Nicht nur Süßgetränke, Zigaretten, Feuerzeuge, Duschgel, Deo, was weiß ich, alles Mögliche. Gleich im Anschluss wird wieder beladen. Die nächsten Tonnen Material gehen nach Deutschland. Jeder Flieger, der fliegt, muss genutzt werden. Denn in Kürze muss die Bundeswehr das Land verlassen haben. Der Best Case ist, alles Material und vor allen Dingen unsere Soldatinnen und Soldaten, alle sind Weihnachten bei ihren Lieben daheim. Und der Worst Case ist, wir haben eine harte Priorisierung in dem Material, was wir hier rausbringen. Können also nur das, was uns wirklich wichtig ist, noch mitnehmen und müssten das Land eilig verlassen. Und dass dieser Worst Case nicht eintritt, daran arbeiten wir alle gemeinsam. Heute ist ein historischer Tag. Die drei letzten CH-53 Transporthubschrauber verlassen Camp Castor für immer. Sie waren jahrelang für Aufklärung und medizinische Evakuierungen im Einsatz. Nach 10 Jahren endet für die Bundeswehr eine Ära. Ihr zuletzt größter und gefährlichster Auslandseinsatz. Und es war geprägt von Misserfolg. Naja. Ich sag mal so, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch in der theoretischen Physik. Vielleicht kriege ich nochmal eine coole Stelle.
Im öffentlichen Dienst ist es ja immer ein Problem. Meistens sind die Stellen zwar ausgeschrieben, aber es ist ein reines Zettelkonstrukt, dass jemand, der sich bewirbt, auch eingeladen wird und dann gibt es ein Bewerbungsgespräch. Das ist ein einziges Theater, weil meistens ist es so, die Stellen, die ausgeschrieben werden, sind schon längst vergeben. Meistens schreiben die Leute ihre eigenen Stellen. Deswegen mache ich mir nicht zu viel Hoffnung. Aber das wäre eine wirklich geile Stelle. Ich habe mich auch noch auf andere Stellen beworben, so. Aber das wäre eigentlich meine Favoritenstelle bei der theoretischen Physik. Auch mit Programmieren und so. Naja. Ich sag nicht, welche Richtung, weil ich mich nicht doxe. Mann. Was ist mit dir? War eine Bandprobe bei mir, ja. Haben wir uns denn jetzt schon auf ein Genre geeinigt? Ich bin ja für Doom. Oder Stoner Rock. Doom Death Grind. Da müsste ich aber wirklich an meinen Blastbeats arbeiten und so. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe da und Ehrgeiz, an meinen Blastbeats zu arbeiten. Doom hat den Vorteil, ich muss nichts machen, weil es ist halt ich und mit den Füßen manchmal. Das wäre easy as fuck.